gibt es erst einmal die Versammlungsauflagen mit der Bitte um Beachtung und Befolgung. Für die Versammlung gilt ein Verbot des Ausschanks und des Konsums von Alkohol in jeglicher Form. Für die Versammlung wird ein Verbot zum Mitführen von Hunden angeordnet, außer es sind entsprechend gekennzeichnete Blindenhunde. Während der Versammlung wird das Mitführen von Behältnissen aller Art, die aus zerbrechlichen, splitternden oder besonders harten Material bestehen, sowie Waffen oder Gegenstände, die als Wurfgeschosse Verwendung finden können, zum Beispiel Eier, Steine, Farbbeutel, beziehungsweise die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und bestimmt sind, verboten. Dazu übernimmt jetzt erstmal der Lutz und genau. Guten Abend Dresden, guten Abend liebe Patrioten, guten Abend liebe Zuschauer im Livestream. Und guten Abend auch unseren Trillerpfeifenfreunden da drüben. Unter welchem Motto klinget ihr heute? Dumm, dumm am dümmsten. Fröhliches Trillern für afrikanische Mörder. Ja. Freunde, wie soll ich heute anfangen? Freud und Leid, Licht und Schatten liegen nah beisammen. Hier ist Licht, da drüben ganz schwerer Schatten, vor allen Dingen in den Gehirnen. Und Freud und Leid liegen sehr nah beieinander. Und deswegen ist meine Rede heute auch etwas zerrissen. Aber anfangen will ich mit dem Freud. Und das ist in dem Fall heute ein ganz lieben Gruß speziell an eine Person im Livestream, nämlich an meine Frau. Alles Gute zum 5. Hochzeitstag. Ich liebe dich. Das war die Freud-Seite. Aber es gibt auch Leid-Seiten. Und das musste heute eine Familie in Frankfurt erfahren. Und wie zu erwarten war, geht es schon los überall. Die linken Medien schreiben, das darf nicht jetzt hier missbraucht werden und so weiter. Und das darf nicht. Und es darf nicht instrumentalisiert werden. Und an der Stelle erinnere ich nur, was passiert ist bei dem genauso schrecklichen Mord. Und das muss man so sagen an dem Herrn Lübcke. Ich habe ihn nicht gekannt. Ich kannte auch das Kind, was in Frankfurt heute sterben musste, nicht. Jeder Mord, jede Gewalttat ist zu verurteilen. Aber das durfte instrumentalisiert werden, um ganze Gruppierungen zu diffamieren, wie Pegida, wie AfD und so weiter. Wir waren ein Team auf dem Platz vor vier Wochen mittlerweile, von Kontraste. Und hat mich befragt dazu, was ich denn sage zum Mord an Lübcke. Meine Antwort kennt ihr alle. Sollte sich herumgesprochen haben. Aber heute vermisse ich Kontraste hier. Wo ist uns hier heute, mich zu fragen, was ich sage? Zum Abermals Mord eines Schwarzafrikaners an einem deutschen Kind und dem Mordversuch an der Mutter. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ein 40-jähriger Schwarzafrikaner, ein Geflüchteter, hat heute in Frankfurt eine Mutter und ihr Kind vor einen einfahrenden ICE geschubst, also vor einen ICE geschubst. Das 8-jährige Kind ist verstorben, die Mutter hat wohl überlebt. An der Stelle die besten Genesungswünsche und die besten Wünsche an die Familie und auch an den Zugfahrer, den wollen wir nämlich auch nicht vergessen. Haben wir jetzt das schon da, Ines? Haben wir noch nicht da? Und ich bitte euch jetzt deswegen, dass wir heute die Veranstaltung nun eine Schweigeminute einlegen. Und zwar für alle Opfer. Und zwar für alle Opfer dieser Politik. Weil so wie uns im Mordfall Lübcke vorgeworfen wurde, wir hätten mitgemordet. Es sieht nämlich so aus, ihr alle NGOs, Seenot, sogenannte Seenotretter, Politiker und so weiter, ihr alle habt dieses Kind mitermordet. Ihr alle. Und da schauen wir uns mal nach der Schweigeminute, die wir jetzt einlegen, an. Und ihr könnt da drüben ruhig weiter trillern. Das zeigt, was euch ein Menschenleben wert ist. Holt einmal! Deswegen jetzt eine Minute bitte für das Kind. Thank you.
Vielen Dank, Freunde. Ihr habt sie gehört. Trillern. Schreien. Ihren Müll abladen. Und da schaut mir doch mal, wie es in Frankfurt aussah. Frankfurt, muss ich dazu sagen, das kommt dann später in meiner Rede noch, komme ich zu sicheren Häfen. Es wird ja jetzt überall sichere Häfen. Jeder zweite Bürgermeister aus dem rot-rot-grünen Spektrum und sogar die Schwarzen in Bayern springen da auf, wie Würzburg und so weiter, komme ich später dazu. Wird ja sicherer Hafen. Ganz ehrlich, ich wünsche mir lieber wieder sichere Bahnhöfe, sichere Freibäder, sichere Parks und sichere Städte. Keine sicheren Häfen für Asylbetrüger. Aber schreiben wir, wie gesagt, direkt auf Frankfurt. Frankfurt ist nicht so ein sicherer Hafen. Das wurde dort vom Stadtrat abgelehnt. Das einzig Gute, was sie wahrscheinlich getan haben in den letzten Jahren. Frankfurt hatte zur letzten Bundestagswahl 2017 96% Altparteienwähler. 96%. Zur Landtagswahl, zur letzten in Frankfurt. 87% Altparteienwähler, zur Kommunalwahl, zur vergangenen Stadtratswahl, 91,1% Altparteienwähler. Und weil das noch nicht reicht, zur Europawahl dieses Jahr sogar 93,3%. Was soll man da noch sagen? Liebe Frankfurter, herzlichen Glückwunsch, ihr habt genau das bekommen, was ihr gewählt habt. Und Freunde, bevor ich jetzt wirklich dann endgültig zu meiner eigentlichen Rede komme, die ich ja nun über den Haufen werfen musste, noch ein kleiner Tipp an die Grünen-Chefin Frau Baerbock. Frau Baerbock, ich weiß, Sie schauen heimlich zu. Liebe Annalena, vor Interviews solltest du eventuell nicht auf der Terrasse von Cem Özdemir zwischen den Fenstern stehen, dann verschwinden auch die Kobolde wieder aus den Batterien. Und nun zum eigentlichen Thema des Tages. Ihr habt es alle mitbekommen, ich hatte es schon angesprochen, Altparteien, Bürgermeister und Stadträte in den gebrauchten, fast verlorenen Bundesländern, muss man ja sagen, überbieten sich gegenseitig mit Angeboten an das als Seenotretter getarnte Schlepper- und Menschenhändler-Organisationsgeschäft. Und bieten die ihnen anvertrauten Städte, das ist noch viel schlimmer, als sogenannte sichere Häfen an. Zu den fälschlicherweise sogenannten Seenotrettern brauche ich nichts weiter sagen, außer vielleicht, dass langsam Licht ins Dunkel kommt. Es packen immer mehr sogenannte Geflüchtete, aber auch Schlepper aus und erzählen, wie es wirklich abläuft. So deckte das italienische Fernsehen einen handfesten Skandal auf, von dem man komischerweise in den Staatsmedien in Deutschland nichts weiter hört. Ein mutmaßlicher Schlepper sagt jetzt dort umfassend aus und ein Videoausschnitt, der im italienischen Fernsehen lief, dokumentiert unglaubliche Szenen, welche die Zusammenarbeit zwischen Schleppern und Mittelmeer-NGOs wahrscheinlich belegen können. Mittels eines Lockvogels kommen die italienischen Reporter an einen Lokman Z, einen 21-jährigen libyschen Schlepper. Als die Reporter ihm dann 1600 Euro für eine Überfahrt bieten, wird der Libyer gesprächig und sagt Sätze wie: Wir sind in Kontakt mit Sea-Watch, aber momentan ist ein Schiff von Open Arms unterwegs. Der angebliche Schlepper, man muss es noch so sagen, es ist ja noch nicht erwiesen, dass das auch alles stimmt. Der angebliche Schlepper kenne auch die Orte, an welchen die Schiffe der NGOs seiner Aussage nach, die, ob der wirklich Fakten und man kann sie auch nachvollziehen in Apps, wo die Schiffe sich befinden und so weiter. Also wo die Schlepper warten, wüsste er immer. Im Notfall würde er es dann Gruppen wie Sea-Watch melden, sagt Lokmann. Zu genau jenem Zweck hat Lokmann mehrere Telefonnummern in seinem Handy. Unter anderem ist da auch die Nummer der NGO Sea-Watch, in deren Auftrag auch die mutmaßliche Schlepperin und Menschenhändlerin Carola Rakete arbeitete. Auf nochmalige Nachfrage des italienischen Fernsehens bestätigt der Zeuge, dass er in Kontakt mit diesen Organisationen stehe. Natürlich streitet Open Arms das vehement ab, könnte das doch der endgültige Beweis für die Mitschuld der selbsternannten Seenotretter am Tod tausender Menschen auf dem Mittelmeer sein, welche durch die Sogwirkung der sozialen Hängematte in Deutschland und die Gewissheit einer küstennahen Abholung durch ein Schlepper-NGO-Schiff begründet ist. Diese Sogwirkung, speziell ob der TV-Berichte über lachende Asylanten, die in Italien von NGOs dann abgesetzt werden von den Partyschiffen, ist derart stark, dass sich noch unzählige mutmaßliche Asylanten und Asylmissbraucher auf den Weg machen werden. Und dann sind da eben diese sicheren Häfen.
also sicher für die illegal Eingereisten. Schaut man auf die Sicherheit der schon länger hier lebenden Bevölkerung und auf die freiheitlichen Grundwerke Deutschlands, dann sieht es schon anders aus. Schwimmbäder schließen bzw. müssen mit massivem Polizeiaufgebot geräumt werden, weil oftmals aus Nordafrika stammende Geflüchtete, Aussage der Bademeister, die Einheimischen zur Flucht bringen. Bademeistern die Nase brechen, Kinder und Frauen angrapschen oder sexuell missbrauchen oder aber auch mal die Sicherheitsleute und die Polizei angreifen. Die Täter sind übrigens aus dem Nordafrika geflüchtet, in welches hunderttausende Europäer und auch speziell Deutsche sehr gerne in den Urlaub fahren. Das dürfte die Fluchtgründe deutlich einschränken. Wie das Bundesamt selbst wahrscheinlich versehentlich twitterte, es geht um wirtschaftliche Gründe bei der Flucht. Das war wahrscheinlich ein Versehen. Natürlich wird auch der ein oder andere dabei sein, der wirklich fliehen musste aus diesen Ländern. Unbestritten. Zum Beispiel wegen Strafverfolgung oder Ähnlichem. Aber zurück zu den sicheren Häfen und zu den Ereignissen in den letzten Tagen. Die ganzen Gewalttaten hatten natürlich überhaupt nichts zu tun mit nichts. Und überhaupt nichts. Und der einzige Grund ist diese ominöse Klimaerwärmung, die ja nun hochoffiziell von einem oder von mehreren bekannten Meteorologen direkt einfach mal pulverisiert wurde. Da dieser ganz klar gesagt hat, dort wurde entweder unseriös oder gar vorsätzlich falsch gemessen. Dieser Temperaturrekord, der jetzt aufgestellt wurde, musste aber manifestiert werden, damit wir alle schön brav CO2-Steuer zahlen. Zum Glück gibt es aber eben diese echten Experten. Und deswegen soll heute Schwänzel-Gretas Ding da überhaupt nicht unser Thema sein. Wir kommen zurück zu den sicheren Häfen. Und jetzt habe ich mir heute mal die Mühe gemacht, diese sicheren Häfen im Kontext zu den Wahlergebnissen und Migrantenanteil zu sehen. Natürlich nur einige Beispiele, sonst sprengt es heute den Rahmen. Da haben wir gleich mal den sicheren Hafen Oldenburg als erstes. Der Dank SPD-Oberbürgermeister Krogmann zum sicheren Hafen wurde. Dort wurde einem Schwimmmeister die Nase gebrochen, dem anderen das Jochbein verletzt. Das Ganze passierte nach einem Streit zwischen zwei Badegästen, welcher wohl eskalierte. Da begann eine Schubserei, schrieb die Presse teilweise und so weiter. Also ein Nasenbruch und ein Jochbein, Schubserei. Gut, kann man so sehen. Für mich ist es eine handfeste Schlägerei. Zur Herkunft der Täter brauche ich ja nichts weiter sagen, welches Klientel dafür verantwortlich war. Oldenburg ist also nun sicherer Hafen und sage und schreibe 93,3% der Wähler wollten genau das zur letzten Bundestagswahl, indem sie ihr Kreuz bei den Altparteien oder sonstigen machten. Magere 6,7% für die AfD. Zur Landtagswahl 2017 haben gar 95% Altparteien gewählt und damit die aktuellen Zustände. Ebenso sah es zur Kommunalwahl aus. Kurz nach dem Höhepunkt der Asylkrise 2016 wählten trotzdem 95% der Oldenburger fleißig die Altparteien. Der sichere Hafen wurde dadurch zum unsicheren Terrain für schon länger hier Lebende und in jetzigen Zuständen wurde fruchtbarer Boden bereitet. Glückwunsch, Oldenburg! Unsere kleine Schifffahrt durch Deutschland, durch die sicheren Häfen, stoppt jetzt in Augsburg, welches dank einem CSU-Oberbürgermeister auch sicherer Hafen ist. Sogar ein Manifest hatten sich die Augsburger da ausgedacht. Die Verantwortlichen da für diesen Wahnsinn haben sie sich was ausgeschwitzt. Ich will euch jetzt mit dem ganzen Text dieses Manifests wirklich hier nicht langweilen. Aber Resultat des sicheren Hafens: sich häufende sexuelle Belästigungen im Freibad, zuletzt am 25.07. in Schrobenhausen. Durch wen? Ich muss nichts sagen dazu. Und wie hatte jetzt Augsburg nun gewählt? Schauen wir mal genau hin. 86,2% zur Bundestagswahl für die Altparteien, zur Landtagswahl 2018 gar 89,8% für Altparteien und zur letzten Kommunalwahl sage und schreibe 94,1% Altparteien. Glückwunsch, liebe Augsburger, zum sicheren Hafen. Bedankt euch bei euren Abgeordneten für die Zustände. Weiter geht die Reise zum nächsten sicheren Hafen und zum nächsten unsicheren Freibad. Düsseldorf. Oder sollte man es Düsseldorf nennen mittlerweile? Ich war gestern dort, mir hat es gereicht. Ich war froh, wo ich weg war wieder. Die wenigen Stunden haben mir gereicht. Egal, dort im sicheren Hafen Düsseldorf musste ein Freibad komplett wegen Migrantengewalt geräumt werden. Es gilt wohl jetzt eine Ausweispflicht für Badbesucher. Wie ist das eigentlich in Frankfurt? Ist da jetzt auf dem Bahnhof auch Ausweis? Naja, ist egal.
Und die Frage ist, werden die Ausweise auf die Stirn getackert oder wie? Es der Fragen noch und nöcher. Auf jeden Fall, diese Ausweispflicht würde ich mal anregen, an den Außengrenzen Deutschlands oder Europa einzuführen. Das wäre mal was. Es klingt verrückt. Es klingt wahnsinnig verrückt, aber wir alle kennen es noch. Das war in der DDR so, das war selbst in der BRD noch so. Wenn man an die Grenze ranfuhr, kurz Ausweis raus, hallo, nettes Lächeln zum Schaffner und ab ging die Post. Zum Schaffner, sorry. Also wenn man mit dem Zug gefahren ist natürlich. Ne? So. So haben wir also nun diese Ausweispflicht im Freibad. Unterstützt von Politik und Lügenpresse, die das als jetzt süß Nonplusultra-Maßnahme. Wenn ich mir angucke, ich bin mir jetzt wirklich nicht ganz sicher. Ich hatte den Tipp bekommen heute, während ich das, dass dieses Freibad ohnehin in einer sogenannten waffen- und gewaltfreien Zone ist irgendwie. Ist egal. Ihr seht, ich will jetzt hinaus natürlich auf die Wahlen von Düsseldorf und die schauen wir uns an. Bundestagswahl 2017, 93% Altparteienwähler. 93,67 zur Landtagswahl und bei den letzten Kommunalwahlen sage und schreibe 97% der Wähler für Altparteien. Muss man zugeben, die war 2014, da waren andere noch nicht so auf dem Tableau, aber trotzdem erschreckend, weil die hatten auch damals andere Alternativen, die jetzt vielleicht in eine falsche Richtung mittlerweile gehen, aber egal, sie hatten andere Möglichkeiten. Man hätte dort einfach auch nicht wählen gehen können. Aber 97% finden das alles toll, deswegen Glückwunsch zu den Resultaten eurer Politik nach Düsseldorf! Und damit schippert unser kleines Deutschlandschiff weiter in den nächsten sicheren Hafen, Würzburg. Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schucher, CDU, hat dazu am 5.7. ein ganz klares Zeichen gesetzt, so schreibt es zumindest die Presse, und Würzburg zu selbigem sicherem Hafen erklärt. Natürlich mit rot-rot-grüner Unterstützung im Stadtrat. Die Quittung folgte auf dem Fuße. Migrantenaufstand, weil ein Kumpel sich nicht verhaften lassen wollte. Nach mehreren Untaten seine Kumpels, man könnte sagen, seine Gang, griff daraufhin die Polizei an, um die Maßnahme zu verhindern. Ähnlich gelagert war es wohl im sogenannten, als sogenannte Jugendliche in Starnberg versuchten, eine Polizeiwache zu stürmen, um einen Gefangenen zu befreien. Über die Hintergründe muss ich wieder nichts sagen. Schalten wir uns also den sicheren Hafen und das unsichere Freibad Würzburg an. Bundestagswahl 2017 91,33% Altparteien, Landtagswahl 92,04% und das wird noch getoppt von der Europawahl von 93,06% für die Altparteien. All diesen Wählern herzlichen Glückwunsch auch nach Würzburg. Und jetzt sage ich euch was, genau diese Wähler, nicht bloß die Kackpratzen da drüben, genau diese Wähler, jeder einzelne von diesen ist mitverantwortlich für die ausufernde Flüchtlings- und Migrantengewalt in deutschen Städten, Bädern, Parks, für Angriffe auf Polizeistationen, für Angriffe auf Sanitäter, auf Feuerwehrleute, andere ehrenamtliche und berufliche Helfer in unserem Land durch genau dieses Klientel. Schämt euch verdammt nochmal in Grund und Boden. Ich könnte diesen Vortrag heute bis ins Unendliche weiterführen. Müsste ich eigentlich auch tun. In jeder einzelnen verdammten Stadt, welche von Altparteien geführt wird, man muss mittlerweile sagen, in den Abgrund geführt wird von Altparteien, müsste eigentlich jemand hingehen und denen den Spiegel vorhalten. Und eben genau die Verantwortlichen auch wirklich zu selbiger ziehen, zur Verantwortung ziehen. Das, liebe Freunde, ist aber für mich allein nicht möglich. Ihr müsst, jeder Einzelne, der unser Land und unsere Kultur liebt, muss. Jeder, der Vielfalt, die Freizügigkeit, die sexuelle Selbstbestimmung, die christlich-jüdisch-abendländische Kultur, die Errungenschaften und Tugenden unseres Landes liebt, pflegt und ehrt. Jeder einzelne von euch, Helden des Alltags, und so nenne ich euch. Also alle, die sich nicht unterbunden lassen von linksgrün-faschistischen Allmachtsfantasien. Jeder einzelne von euch muss die patriotische Bewegung unterstützen und diesen Leuten den Spiegel vorhalten. Und vor allem die Mitteldeutschen sind gefordert, die angeführten Zustände in den verlorenen Bundesländern zu bekämpfen. Und das geht im September zu den anstehenden Landtagswahlen, zu denen jeder aufrechte Bürger
jeder aufrechte Bürger die verdammte Pflicht hat, sein Kreuz eben nicht bei einer der Altparteien zu machen. Egal ob CDU, Grüne, FDP, Linke, SPD. Die rote Karte für diese Volksverräter. Diese Menschen gehören den Parlamenten verwiesen und vor Gericht gestellt. Lasst euch nicht einwickeln von kernigen Sprüchen und von blumigen Versprechen dieser Maden. Jagt sie aus den Ämtern, zieht ihnen den vollgefurzten Amtssessel oder Marsch weg und schnürt ihr Geldbeutel zu. Straft sie ab für jedes einzelne verdammte Opfer, welches sie mit ihrer Politik zu verantworten haben. Wir von Pegida stehen dabei mit Rat und Tat an eurer Seite und werden uns nicht einschüchtern lassen. Wir von Pegida sind bereit, Opfer zu bringen, wie unser Freund in England, dessen Namen nicht mal mehr bei YouTube gesagt werden darf. An der Stelle herzliche Grüße, die 47 Tage schaffst du auch noch. Es geht ihm soweit ganz gut, ich sage euch herzlich Grüße, ich habe mit seiner Frau telefoniert, sie sagt, diesmal wird er besser behandelt dort, er hat jeden Tag psychologische Betreuung, er darf Besuche empfangen, sein Anwaltsteam ist oft da und er wird ordentlich beköstigt. Also, an der Stelle, liebe Grüße nach England. Aber Freunde, und das ist meine Bitte an euch, lasst uns gemeinsam aus Deutschland keinen sicheren Hafen, sondern wieder ein sicheres Land machen, in dem Frauen, Kinder, Männer, Opa, Oma, alle sicher sind und nicht nur irgendwelche illegalen Einwanderer, denen extra alles aufs Brot geschmiert wird. Lasst uns gemeinsam einen Hafen Deutschland machen, für uns schon längere Lebende, und lasst uns unsere Kultur, unsere Werte und unsere Tugenden schützen. Vorher hören wir von Pegida nicht auf, denn Pegida ist gekommen, um zu bleiben. Wir bleiben, um zu siegen. Und Freunde, wir werden verdammt nochmal siegen. Danke, Dresden.